Moment mal. Er scheint da oben im Baum zu hocken und Mistel zu schneiden. Hey, Miraculix! Wo steckst du? Ach du meine Güte! Du kannst einen aber erschrecken. Jetzt habe ich mich doch vor lauter Schreck in den Finger geschnitten. Du musst schon vielmals entschuldigen, aber heute ist meine Zaubertrankration fällig. Ach ja, richtig. Gehen wir zu mir. Ein Schluck vom Zaubertrank verleiht dir Riesenkräfte. Nimmst du den Trank jetzt ein, wirst du ein Kraftprotz sein. Wie ist eigentlich das Rezept von deinem Zaubertrank, Miraculix? Das darf ich dir leider nicht verraten. Es muss ein Geheimnis bleiben und wir Druiden hüten dieses Geheimnis wie einen Schatz. So viel aber darfst du wissen. Es ist viel Mistel dabei und etwas Hummer. Hummer ist nicht unbedingt nötig, gibt aber Geschmack. Dürfte ich mal kosten? Nein, nein, Obelix, nein. Du bist als Baby in den Kessel gefallen und hast viel zu viel davon geschluckt. Die Zauberwirkung hält bei dir das ganze Leben lang an. Oh. Oh. Na dann versuch mal, ob der Trank schon wirkt, Asterix. Wollen wir sehen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Cäsar wird dich mit Gold überhäufen. Nein, ich gehe nicht. Ich trete dir gleich in deinen Hintern, wenn du nicht gehst. Schon gut, geh ja schon. Verkleide den Kerl als Gallier. Schauen wir doch mal rüber zu den Galliern. Die Römer verhalten sich verdächtigerweise schon ziemlich lange ruhig. Das ist kein gutes Zeichen. Seid also besonders wachsam und nehmt euren Zaubertrank. Majestix, unser Chef, hat recht. Oh, Majestix, oh, Majestix. Chef. Chef. Was willst du, Obelix? Man will mir keinen Zaubertrank geben. Erstens ist das ungerecht und zweitens fühle ich mich schlapp. Wieso schlapp? Ach du meine Güte, der will doch nicht etwas singen. Wenn du dein Vieh verkauft hast, wechsle den Beruf. Den Beruf? Ja, werde Karrenhändler. Wie denn? Du verkaufst den Karren und gehst mit deinen Rindern nach Hause. Fabelhaft! Prima Idee! Danke dir! Ich bin Karrenhandelsmann und ich brauche kein Gespann. Hör doch mal mit dem Gesinge auf! Hä? Sag mal, ist dir ein Druide begegnet, der Misteln gesammelt hat? Nein, ich habe nur einen Druiden gesehen, der war in einem Netz gefangen und wurde von römischen Legionären ins Lager verschleppt. Was? Du fährst sofort mit mir dahin. Das liegt aber nicht auf meinem Weg. Ich möchte mich ungern wiederholen. Freiwillige vor, hab ich gesagt. Ich melde mich freiwillig. Du? Die Idee ist gar nicht mal schlecht. Hau zu. Na los, box doch. Scheuer ihm doch eins. Na nun mach doch endlich. Ganz fantastisch, das Ding saß. Hat es sehr weh getan? Ich dachte, mir ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Wenn ihr mich nicht mehr braucht, kann ich ja gehen. Ich bin Kauf- und Handelsmann, fahr zum Markt mit dem Gespann und verkaufe doch mein Vieh. Dazu braucht man Fantasie, denn dann hab ich kein Gespann. Wer bringt mich nach Hause dann? Und es wäre mein Ruin, müsste ich selbst die Karren ziehen. Und ich denk die ganze Fahrt, sowas wäre furchtbar hart. Da mein Handel aber blüht, singe ich vergnügt dies Lied. Ich bin Kauf- und Handelsmann, fahr zum Markt mit dem Gespann und verkaufe dort mein Vieh. Mir geht's gut, so gut wie nie. Ich habe das Gefühl, die Suppe von vorhin war wohl mehr ein Haarwuchsmittel. Na, wer sagt's denn? Der klettert schon wieder am Baum rum und schneidet Misteln mit seiner Goldsichel. Hallo, Miraculix! Hey, Druide! Ah, wer stört mich denn da beim Mistelschneiden? Oh, jetzt hab ich mich auch noch geschnitten. Sichel mit einer stumpfen Sichel.
Wir sind wegen unserer Ration Zaubertrank hier. Asterix, du bist eine gallische Nervensäge. Schnudelfix-Druiden-Mix. Dieser Zaubertrank macht jeden unbesiegbar und verleiht elefantenmäßige Bärenkräfte. Seid euch dessen immer bewusst. Kannst du dich verraten, was außer Schnudelfix und Druiden-Mix in deiner Zaubersuppe drin ist? Das Geheimrezept dieses Zaubertrankes wird seit grauer Vorzeit nur von Druide zu Druide weitergegeben. Ich kann nur so viel verraten, dass wohlschmeckende Schalentiere reinkommen. Naja, zugegeben, Hummer ist nicht unbedingt nötig, aber er verfeinert doch aufs Angenehmste den Geschmack. Darf ich schon mal kosten? Nein, nein, und nochmals nein, Obelix. Du weißt doch ganz genau, dass du als Säugling in den Zaubertrank gefallen bist. Das reicht ein Leben lang. Du bist wahrhaftig stark genug, mein Sohn. Wie wär's, wenn du mal ausprobieren würdest, ob der Trank auch richtig komponiert ist? Ich fühle schon! Ich gehe aber nicht zu den Galliern. Cäsar wird dich reich dafür belohnen. So viel hat er nicht in seiner Sparbüchse. Ich lasse dich zu einem Grillhähnchen verarbeiten, wenn du dich weigerst. Na, wenn es so ist, einverstanden. Sorg dafür, dass er wie ein Gallier aussieht. Derweil im Dorf der Gallier. Es lebe Majestät! Es lebe Majestät! Es lebe Majestät! Wir leben! Ruhe! Ruhe! Ulmer halten sich in letzter Zeit verdächtig still. Was hat das zu bedeuten? Nichts Gutes jedenfalls. Seid also wachsam und vergesst nicht, euren Zaubertrank einzunehmen. Hochmajestix, unser Täufling, Häuptling! Es Häuptling! Chef! Chef! Was gibt es, Obelix? Miraculix gibt mir niemals Zaubertrank. Das finde ich ungerecht, denn ich glaube, meine Muskeln sind ziemlich schlaff geworden. Schlaff? Ach du lieber, mein Vater, jetzt will er wieder krächzen. Mach dich doch nicht verrückt, alter Freund. Such dir einen anderen Job. Was denn? Du wirst einfach Holzwurmhändler. Was? Du scheuchst die Holzwürmer aus deinem Brett vom Kopf und schon läuft der Laden. Welch wunderbare Idee. Ich werde Holzwurmhändler. Nun brauche ich das Heu nicht mehr. Jetzt bin ich Holzwurmhändler. So, das wäre erledigt. Jetzt bin ich dran. Immer du. Sag mal, hast du zufällig einen Druiden gesehen, der Missel geschnitten hat? Nein, aber ich habe einen Druiden gesehen, der von Legionären in einem Netz nach Kleinbonum geschleppt wurde. Und er hat mächtig geflucht. Was? Du wirst mich sofort nach Kleinbonum fahren? Aber das liegt doch gar nicht an meinem Weg. Doch liegt es. Warte gefälligst etwas mehr Begeisterung, wenn ich sage Freiwillige vor. Dann melde ich mich freiwillig. Du? Na, das ist ja eine tolle Idee. Hatsu. Hau den Zwerg! Na los, worauf wartest du? Hau ihm eine runter! Vorwärts! Wundervoll! Was für ein Schlag! Hat sehr weh getan. Es war so, als hätte mich ein Ochse mit dem Huf getroffen. Ochse? Also wenn ich jetzt nicht mehr gebraucht werde, kann ich ja gehen. Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix, durchgebrannt mit Aufreißnix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Jetzt ist mir das ganz egal, ich beginne noch einmal. Auch das Heu brauch ich nicht mehr, nun bin ich Holzwurmhändler. Wenn ich das in meinem Dorf erzähle, glaubt mir das keiner. Also, diese Suppe war sicher ein Zaubertrank.